Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Valentin Semmler und ich werde euch heute mal mitnehmen durch meinen Alltag. Was mache ich als angehender Bodybuilder? Wie esse ich? Wie bewege ich mich oder auch nicht? Und vor allem, wie trainiere ich? Heute steht Beintraining auf dem Plan. Ich habe noch 4 Sätze für den Quad. Der soll aber trotzdem wachsen. Das heißt, wir brauchen ganz spezielle Techniken. Hier werde ich euch mitnehmen. Und außerdem ist ja aktuell ein Thema in aller Munde. Hierzu werde ich vielleicht auch mal ein bisschen was sagen. Aber jetzt geht's erstmal aufs Fahrrad. 25 Minuten Cardio. Let's go. Also Leute, bevor es jetzt aufs Fahrrad geht, habt ihr gerade gesehen, gibt es noch meine Supplements. Wir nehmen hier 2 Kapseln Kurkumin, schön auch für die Verdauung, hilft gegen Blähbauch, starkes Antioxidant. Deshalb immer am Morgen, ja, möglichst weit weg vom Training, genau wie das Vitamin C. Davon gibt es 1 Gramm, 15 Gramm Glutamin auf nüchternen Magen, hilft mir auch bei der Verdauung. Ja, morgens immer Verdauung ganz wichtig. Und dann gibt es hier noch das Variolipid, sehr, sehr wichtiges Supplement in meiner Supplement-Routine. Für die Blutfettwerte, gerade als Performance-Athlet, sehr, sehr wichtig. Wenn ich da mal genauer drauf eingehen soll, können wir das gerne mal machen. Davon gibt es jetzt 3 Kapseln und dann strampeln wir uns einen ab. Let's go. Absolut erfrischend. Wichtig, morgens immer genug trinken. Nur hydriert könnt ihr natürlich auch volle Performance bringen und nicht irgendwie mit einem Glas Wasser aufs Bike. Würde ich nicht machen. Ich trinke immer mindestens einen halben Liter. Und das zählt natürlich mit rein. Und zur Frage, warum mache ich Cardio? Einfach für meine Herz-Kreislauf-Gesundheit. Ja, ich bin in kurzer Zeit relativ schwer geworden, um natürlich zu garantieren, dass mich dieses Gewicht bei meiner Übung bzw. bei meinem Training nicht limitiert. Das heißt, ich mache beispielsweise Bulgarian Split Squats und kann nur 9 Wiederholungen statt 12 machen, weil einfach meine Puste aus ist. Das wäre nicht so cool. Ich möchte immer, dass mich meine Muskeln limitieren. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum man Cardio in die Routine mit einbauen sollte. Ich versuche immer hier eine Herzfrequenz von ungefähr 120 zu erreichen. Ich habe mich schon relativ gut adaptiert, das heißt, ich muss richtig hart strampeln. 25 Minuten ist hier, denke ich, ein guter Wert. Man braucht immer ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Wenn man am Anfang noch ein bisschen am Handy ist, gar nicht so konzentriert, ja, dann kommt man vielleicht gar nicht so auf die Herzfrequenz, die eigentlich angepeilt werden sollte. Dementsprechend versuchen wir uns gleich richtig reinzugehen und ja, braucht meistens so 4 bis 5 Minuten. Let's go. 108,4. Also Gewicht heute Morgen waren tatsächlich 107,3 Kilo. Also jetzt nur 1 Kilo schwerer, obwohl ich 1 Liter getrunken habe und Kamera hatte. Das heißt, ich habe auf jeden Fall gut geschwitzt. Machen wir uns gleich erstmal Frühstück. Ich habe natürlich wieder nicht eingekauft. Das heißt, wir müssen ein bisschen improvisieren, aber schauen wir mal, was es gibt. Auf jeden Fall ein bisschen Eiweiß und gut Kalorien. Die Zutaten für mein Frühstück, ja, ein bisschen vielseitiger heute. Es gibt hier 2 Brötchen mit Putenbrust und Frischkäse, eine Paprika dazu. Und dann hier noch eine halbe Packung Skier mit ein bisschen Müsli. Die versprochenen Brötchen, 2 Stück mit Putenbrust. Dann haben wir hier den Skier mit Müsli und noch ein bisschen Erdnussbutter für die extra Fats und extra Kalorien. Paprika, ein Kaffee. Sind knapp 970 Kalorien, also ein ganz guter Start in den Tag. Ich lasse mir schmecken und wir sehen uns nach dem Frühstück. Also Leute, fertig mit dem Frühstück. Geht's jetzt weiter mit der Arbeit für die nächsten Stunden. Aber eigentlich ist es auch eine Leidenschaft von mir, weil ich gehe nicht nur selbst auf die Bühne, sondern ich coache Lifestyle-Athleten, aber bereite auch Leute auf die Bühne vor. Ich zeige euch jetzt hier mal einen kleinen Form-Check, den ich bekommen habe. Und zwar ist es hier ein Classic-Physik-Athlet. Und schaut euch einfach mal die Arme an. Also ist das crazy oder ist das crazy? 100% natural. Schauen wir uns hier den Gewichtsverlauf an. Sind aktuell auch sehr, sehr gut im Plan. Und darein werde ich mich jetzt vertiefen. Ich habe richtig Bock. Nachher geht es dann ins Beintraining. Dann sehen wir uns spätestens beim Pre-Workout-Meal. Schaut mal, wer da ist. Hallo, servus. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin sein kleiner Bruder. Er ist einfach größer als ich. Fast, ja. Also, schreibt mal in die Kommentare, ob man erkennt, dass wir Brüder sind. Wir haben genau die gleichen Eltern, gleicher Vater, gleiche Mutter. Auf jeden Fall geil. Mein Bruder hat ja auch mal seine Fitness-Challenge begonnen. Sehr, sehr erfolgreich auf TikTok gewesen. Wenn ihr Bock habt, dass wir mal zusammen ein Video machen und mal Philipps Form anschauen, gucken, was im Training gegangen ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich denke, das könnte ganz cool werden. Mein Bruder ist geboren für die Kamera und... Ich glaube, das ganze YouTube-Ding war auch deine Idee, oder? Natürlich war das meine Idee, Leute. Ich bin eigentlich der Fadenzieher hinter allem. Ich habe es gesagt und ihr setzt es um. Und jetzt sprießen die Likes. So was das. Seht ihr, ich mache nur das, was mein Bruder mir sagt. Ja. Deshalb habe ich auch mit Training angefangen. Ja. Und ja. Nein. Das ist der Mann im Hintergrund. Ja. Ich sag's euch. Auf jeden Fall, falls ihr mich noch nicht kennt, checkt gerne die TikToks aus und folgt dem jungen Mann auf jeden Fall gerne. Vielleicht gibt es mehr Content, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe. Ich habe gehört, er hat jetzt eine Freundin, ja, sich das mit der Masse so gut verträgt. Wir gehen zusammen trainieren, ich habe dir schon überredet, das läuft. Wir machen jetzt erstmal das Pre-Workout-Meal, Pre-Leg-Day. Und zwar haben wir hier den Maispudding. Davon gibt es jetzt 120 Gramm mit
50 Gramm Designer Whey. Dazu gibt es noch eine Banane und das werden wir uns jetzt einverleiben und dann geht's in den Leg Day. Dann werden wir da auch nochmal mit den Gerüchten ein bisschen aufräumen und schauen, ob wir das demnächst mal klären können. Was hältst du jetzt eigentlich vom Thunfisch Protein Shake? Was ist das? Ich glaube, es wird Zeit, dass Philipp mal den Thunfisch-Protein-Shake von Markus Rühl probiert. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal ein Full Day of Eating like Markus Rühl machen mit meinem Bruder. Wärst du dabei? Was? Wenn ich die Zeit habe? Ja, warum nicht? Zeit habe, wenn du das kannst, ja. Mein Bruder hat ja schon mal mit mir über 4000 Kalorien gegessen an einem Tag, ja. Bodybuilding-like. Also ich glaube, ich würde meine Karten auf ihn setzen. Er packt das. Davon gibt es übrigens auch ein wunderschönes TikTok, was ihr euch auch gerne anschauen könnt. Der Mann ist geboren für die Werbung. Der ist geboren für die Werbung. Zeig mal Trizeps. Spann mal Armbürsch. So. Einmal strecken. Alter, schau mal den Trizeps an. So, Vergleich. Sag, da sieht man, dass wir Geschwister sind. Ich glaube, deiner ist dicker. Ich kann sagen, ich weiß es nicht. Mein Bruder konnte jetzt nicht widerstehen und wollte sich mal nur für euch auf die Waage stellen. Ich glaube, wir haben damals dann eine Transformation angefangen mit 64,9 oder so. Das war auch mitten am Tag gewogen, also ähnliche Konditionen wie jetzt. Alter, bist du leicht, Junge. Du wiegst ja nix. 66,6. Also Leute, ich glaube, wir müssen ihn auf jeden Fall irgendwie intravenös ernähren. Das geht nicht. Also er muss auf jeden Fall zunehmen. Wie groß bist du? 1. Bist größer als ich, gell? 1,84 oder so. Nein, 2,3. Na, du bist größer als ich. Ich bin 1,82. Helft mir irgendwie, meinen Bruder zu motivieren. Gebt gerne ein Like, dass er auch motiviert bleibt, mal richtig durchzuziehen, mal richtig zu fressen. Ich glaube, das wäre ein richtig geiles Projekt. Aber er muss auch durchziehen. Ja. Ah. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich mache mir jetzt mein Intra-Workout ready. Hier Intra-Workout-Carbs, nicht wundern. Ich habe das hier in diese Dose abgefüllt. Drin haben wir Cluster-Dextrin, um während dem Training kontinuierlich mit Energie versorgt zu werden. Dann gibt es jetzt hier dazu noch ein paar mTOR-ERAs, um den Proteinabbau zu verhindern. Und 10 bzw. 11 Gramm Kreatin für die maximale Performance im Training. Damit wir jetzt auch auf der Beinpresse nicht verrecken. Ne? Ab 50 Likes gibt es ein Training mit Philipp. Also schallert mal den Like-Button. 500. 50. Nein. Scheiße, das ist ein Arschloch. Also Leute, wir sind angekommen im Beintraining. Wir starten heute mit Beinbeuger im Sitzen. Hier versuchen wir Pausen jeweils in beiden Umkehrpunkten einzubauen. Einfach mehr Bewegungskontrolle zu haben. Beinbeuger ist meine Schwäche und den müssen wir verbessern. Da setzen wir alles dran. Das werdet ihr jetzt noch sehen. Das waren, glaube ich, 13 mit 2,5 Kilo mehr als letzte Woche. Also Wiederholung und Gewicht gesteigert. So muss das sein. Jetzt ist es Zeit für den Hip Hinge. Ergänzend zum Beinbeuger versuchen wir jetzt hier noch eine Hüftextension zu machen. Den Beinbeuger auch noch schön der gedehnten Position zu trainieren. 140 Kilo ist nicht viel, aber ich habe ja gesagt, es ist meine Schwachstelle. Und die Schwachstelle müssen wir mit besonders viel Liebe bearbeiten. Deshalb gibt es eine Pause in der untersten Position und so ausführen, dass der Coach zufrieden ist. Also Satz war so semi, ist auch nicht gewohnt, ohne Gürtel irgendwas zu machen. Atmung ist besonders wichtig und auch Ausdauer. Beide Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Jetzt geht's an die Leg Press. Um hier ein bisschen tiefer zu kommen, habe ich mir einmal Squat-Schuhe angezogen. Einfach mit dem Keil. Hilft mir das nochmal ein bisschen besser, in die volle Range of Motion zu kommen. Zudem habe ich jetzt hier unter meine Hüfte noch eine Gewichtsscheibe gelegt, was mir ebenfalls hilft, den Quad noch besser anzusteuern, damit ich noch tiefer komme. Versuchen hier relativ eng zu stehen. Immer schön in den Sitz reinpressen, dass der Arsch nicht abhebt. Und dann geht's los, ey. Die oben läuft aber echt besser, ey. Mhm. Die ist ein bisschen... Mir ist eh egal, ich habe so eine schlechte Range of Motion, da ist es scheißegal, wo ich das mache. Also. Auf geht's, weiter. Auf geht's, easy. Ja. Sehr schön, Mann. Stimmt es eigentlich, dass du kein GmbF-Mitglied mehr bist? Woher weißt du das?
Da kursiert so ein Video von William im Internet rum. Das habe ich gesehen. Und das haben schon so viele Leute zu mir gesagt. Ich glaube, da muss echt mal Klartext gesprochen werden. Glaube ich auch. Ich glaube, du solltest mal mit William ein Gespräch führen. Ja, ich muss ihn dann nachher mal anrufen. Ja. Mal ein bisschen Real Talk führen. Ja. Weil, ganz ehrlich, Leute, ihr wollt es ja auch wissen. Darf ich noch bei der GmbF antreten? Wir werden sehen. Real Talk folgt. Also, Ladies, es wird ernst. Beinstrecker mit Double Drop Set. Legen uns hier die Matte zwischen, noch ein bisschen bessere Range of Motion zu haben. Also jetzt gibt's Hip Thrust. Ja, der Glute kann auch auf Stage für Männer nie groß genug sein. Deshalb Hip Thrust mit kurzer Pause in der konzentrischen Position. Also oben, wenn ihr schön die Arschbacken zusammenkneift. Absolut schmerzhaft. Geht jetzt hier an die Adduktorenmaschine. Mal schön Full Range of Motion. Kurze Pause mit Umkehrpunkten. Also Leute, das war mein Beintraining. Ich bin komplett zerstört. Hab kleinen Einblick in meinen Alltag bekommen. Ihr habt auch meinen Bruder kennengelernt. Wenn ihr mal ein Video mit ihm sehen wollt, lasst gerne einen Kommentar da. Ich denke, ein gemeinsames Training könnte wirklich interessant werden. Essensvlog, irgendwie sowas. Ansonsten, habt ihr gesehen, es wird zum Verhör gehen. Einige Dinge müssen klargestellt werden. Es muss Tacheles geredet werden. Ansonsten kommentiert, wenn ihr was zu kommentieren habt. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.